You state your full name. Mein Name ist Eberhard Koth. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down. Admiral Gott, wann sind Sie als Offiziersanwärter in die Kriegsmarine eingetreten? Am 1. Juli 1918. Seit wann datiert Ihre Zusammenarbeit mit Admiral Dönitz und in welchen Stellungen? Seit dem Januar 1938. Zunächst als erster Admiralstabsoffizier, als beim Führer der Unterseeboote, bald nach Kriegsbeginn als Chef der Operationsabteilung. Chef der Operationsabteilung beim Führer der Unterseeboote. Beim Führer der Unterseeboote, später beim Befehlshaber der Unterseeboote. Waren Sie seit 1938 an allen operativen Befehlen beteiligt, die im Stab des Führers bzw. Befehlshabers der Unterseeboote ausgearbeitet wurden? Jawohl. Aus wie vielen Offizieren bestand dieser Stab bei Kriegsbeginn? Der Stab bestand bei Kriegsbeginn aus 3 Seeoffizieren, 4 Seeoffizieren, einem Ingenieuroffizier, 2 Verwaltungsoffizieren. Ich zeige Ihnen jetzt das Dokument GB83. Das ist abgedruckt im Urkundenbuch der Anklage auf Seite 16 und ist ein Schreiben des Befehlshabers der Unterseeboote vom 9. Oktober 1939. Es betrifft Stützpunkte in Norwegen. Wie ist es zu diesem Schreiben gekommen? Zu dieser Zeit in anderer Angelegenheit bei der Seekriegsleitung in Berlin. Bei diesem Besuch wurde mir die Frage gestellt, ob der Befehlshaber der Unterseeboote an Stützpunkten in Norwegen interessiert wäre und welche Forderungen dazu zu stellen wären. Wurde Ihnen mitgeteilt, in welcher Form diese Stützpunkte in Norwegen für den Gebrauch der deutschen Kriegsmarine sichergestellt werden sollten? Nein. Die Anklage hat einen Auszug aus dem Kriegstagebuch der Seekriegsleitung aus der gleichen Zeit vorgelegt. Ich meine den Auszug, Herr Präsident, der auf Seite 15 des Urkundenbuchs abgedruckt ist. Dieser Auszug enthält 4 Fragen. Und zwar betreffen die Fragen A und D technische Einzelheiten über Stützpunkte in Norwegen, während die Fragen B und C die Möglichkeit erörtern, ob man solche Stützpunkte unter Umständen gegen den Willen Norwegens erwerben und wie man sie verteidigen könne. Welche von diesen Fragen sind Ihnen gestellt worden? Darf ich noch mal bitten, die Fragen im Einzelnen zu wiederholen? Die erste Frage ist, welche Orte in Norwegen kommen als Stützpunkte in Frage? Ist Ihnen diese Frage ist gestellt worden. Können Sie mir aus
Will you, witness, will you make a pause between the question and your answer so that the interpreters can deal with it? Ich wiederhole noch einmal die Frage. Welche Orte in Norwegen kommen als Stützpunkte in Frage? Diese Frage ist gestellt worden. Wollen Sie mir aus dem Brief des Befehlshabers der U-Boote zeigen, ob diese Frage beantwortet worden ist und wo? Diese Frage ist beantwortet worden unter der Ziffer römisch 1c. Am Schluss der Ziffer römisch 1. Das heißt da, in Frage kommen Trondheim oder Narvik? Jawohl. Die zweite Frage lautet, kann die Gewinnung der Stützpunkte, sofern es kampflos nicht möglich ist, gegen den Willen Norwegens militärisch erzwungen werden? Ist diese Frage gestellt worden? Nein. Können Sie mir sagen, ob sie in dem Schreiben des Befehlshabers der U-Boote beantwortet ist? Die Frage ist nicht beantwortet. Die dritte Frage ist, wie ist die Verteidigungsmöglichkeit nach Inbesitznahme? Ist Ihnen diese Frage gestellt worden? Nein, diese Frage wurde nicht gestellt. Ist sie in dem Schreiben beantwortet? Unter 3d auf die Notwendigkeit von Verteidigungsmaßnahmen hingewiesen. Hängt dieser Hinweis zusammen mit der vierten Frage, die ich Ihnen jetzt vorlege? Müssen die Häfen voll ausgebaut werden als Stützpunkte? Oder bringen Sie eventuell schon als Versorgungsplätze entscheidende Vorteile? Diese Fragen hängen nicht zusammen. Ist diese vierte Frage Ihnen gestellt worden? Jawohl. Ist sie beantwortet worden? In dem Schreiben? Nicht. Was bedeuten denn die Ziffern römisch 2 und römisch 3? Geben Sie nicht Antwort auf die Frage, ob die Häfen ausgebaut werden müssen? Als Stützpunkte oder ob sie schon als Versorgungsplätze in Frage kommen? Sie geben an, was für die Ausnutzung als vollwertiger Stützpunkt für notwendig gehalten wurde. Bitte lesen Sie den letzten Satz des Dokuments. Das heißt dort, Einrichtung einer Versorgungsmöglichkeit mit Betriebsstoffen in Narvik als Ausweiche. Ist das nicht eine Antwort auf die Frage, ob ein Versorgungsplatz genügt? Jawohl, ich habe diesen Satz übersehen. Kann ich also zusammenfassend sagen, dass Ihnen die erste und vierte Frage gestellt worden und von Ihnen beantwortet sind, während die zweite und dritte Frage nicht gestellt und nicht beantwortet sind?
Jawohl. In dem Kriegstagebuch der Seekriegsleitung ist ein Vermerk, in dem steht, Befehlshaber der U-Boote hält derartige Häfen schon für vorübergehendes Anlaufen als Ausrüstungs- und Versorgungsbasen für äußerst wertvoll für Atlantik-U-Boote. Soll dieser Vermerk bedeuten, dass Admiral Dönitz mit dieser Frage schon vor Ihrem Besuch in Berlin befasst gewesen war? Nein. Oder worauf beruht der Vermerk? Es war meine eigene Stellungnahme, die ich von mir aus als Chef der Operationsabteilung geben konnte. Traten Stützpunktüberlegungen zu dieser Zeit erstmalig an Sie heran? Nein. Wir hatten uns mit Überlegungen beschäftigt, ob aus Schiffen, zum Beispiel in Island, eine Verbesserung der Versorgungsmöglichkeiten der U-Boote geschaffen werden konnte. Waren diese Überlegungen irgendwie verbunden mit der Frage, ob man gegen das betreffende Land einen Krieg anfangen sollte? Nein. Ich zeige Ihnen jetzt das Dokument GB91. Das ist abgedruckt auf Seite 18 des Urkundenbuchs der Anklage. Es ist der Operationsbefehl des Befehlshabers der U-Boote vom 30. März 1940 für das Norwegen-Unternehmen. Ist das richtig, dass das Ihr Operationsbefehl ist? Jawohl. Wie viele Tage vor Beginn des Norwegen-Unternehmens ist der Befehl erlassen? Etwa 10 Tage. Sie sehen unter dem Abschnitt Römisch 1, Arabisch 5 einen Satz, der lautet: Die Seestreitkräfte werden beim Einlaufen bis zur Truppenlandung voraussichtlich, außer in Narvik, die englische Kriegsflagge führen. Es ist Abschnitt Römisch 2. Entschuldigung, es ist Abschnitt Römisch 2, jawohl. Handelt es sich dabei um einen Befehl des Befehlshabers der U-Boote an die ihm unterstellten U-Boote? Nein, dieser Passus ist enthalten unter der Überschrift Nachrichten über eigene Streitkräfte. Was bedeutet also dieser Hinweis? Er bedeutet, dass die Unterseeboote darüber unterrichtet werden, dass eigene Streitkräfte unter Umständen andere Flaggen führen werden. Zu welchem Zweck war das nötig? Es war notwendig, um Verwechslungen nach Möglichkeit auszuschalten. Ist auf die Verwechslungsgefahr in diesem Befehl auch sonst noch hingewiesen? Jawohl. Wo? Unter der Ziffer Römisch 4, Arabisch 5. Lesen Sie es bitte vor.
Es steht dort, Vorsicht vor Verwechslung eigener und fremder Streitkräfte. Nach Befehl zum Einnehmen der Endpositionen. Nein, nur dieser Satz. Nur der. Erhielten die Unterseeboote in diesem Befehl den Auftrag unter Römisch 4 A2 steht Angriff nur auf feindliche Seestreitkräfte und Truppentransporter. Was waren feindliche? Feindliche waren englische, französische, russische. Nein, keine Russen. Es steht dort weiter, ohne Befehl kein Vorgehen gegen norwegische und dänische Streitkräfte, außer wenn diese eigene Streitkräfte angreifen. Bitte vergleichen Sie auch unter Römisch 6 die Ziffer C. Ja. Unter Römisch 6c, 6c, 6c. Dampfer dürfen nur angegriffen werden, wenn sie einwandfrei als feindlich und als Truppentransporter festgestellt werden. Erhielt der Befehlshaber der U-Boote Kenntnis über die politische Erledigung von Zwischenfällen, die durch U-Boote entstanden waren? Jawohl. In welcher Form? Es war befohlen, dass die U-Boote befohlen, dass die U-Boote befohlen, dass die U-Boote befohlen, dass die U-Boote bei Zwischenfällen sofort eine Funkmeldung zu machen hatten. Und dass diese Meldung später zu ergänzen war. Ich glaube, Sie haben meine Frage nicht ganz verstanden. Ich habe gefragt, erhielt der Befehlshaber der U-Boote Kenntnis davon, wie ein Zwischenfall, der durch ein Unterseeboot entstanden war, später gegenüber einer neutralen Regierung erledigt wurde? Nein, im Allgemeinen nicht. Können Sie sich an einen Einzelfall erinnern, wo ihm das mitgeteilt worden ist? Ich erinnere mich an den Fall des spanischen Dampfers Monte Corbea, indem ich später erfahren habe, dass Spanien der Ersatz des Schadens zugesichert war. Ich weiß nicht mehr, ob das eine dienstliche Mitteilung war oder ob ich das nur nebenher erfahren habe. Ich möchte jetzt die Daten einiger Befehle mit Ihnen festlegen, die ich dem Tribunal bereits vorgelegt habe. Ich übergebe Ihnen den Ständigen Kriegsbefehl 171. Der ist abgedruckt auf Seite 159 im Band 3 des Urkundenbuchs. Von wann stammt dieser Befehl? Ich muss ihn mir eben ansehen. Bitte. Hm.
Dieser Befehl muss aus dem Winter 1939-40 stammen. Wahrscheinlich noch aus dem Jahr 1939. Woraus schließen Sie das? Ich schließe das aus dem Hinweis unter 4a bezüglich der Ausrüstung von Wasserbomben, die später als allgemein vorausgesetzt wurde. Ebenso aus dem Hinweis unter 5b über Versetzen von Masten und Fahrtlaternen, was zu dieser Zeit zum ersten Mal festgestellt wurde. Können Sie den Monat aus dem Jahre 1939 genauer bezeichnen? Ich nehme an, dass es der November gewesen ist. Ich überreiche Ihnen nun einen anderen Befehl, den Ständenkriegsbefehl 122, der abgedruckt ist auf Seite 226 im Urkundenbuch Band 4. Wir wissen bisher nur, dass dieser Befehl vor dem Mai 1940 ergangen ist. Können Sie das genauer sagen? Der Befehl muss zur selben Zeit etwa ausgegeben sein wie der erste, das heißt im November 39 etwa. Danke. Wie vollzog sich praktisch die Führung des U-Boot-Krieges durch den Befehlshaber der U-Boote? Wollen Sie das mal erläutern? Alle Befehle, die sich auf völkerrechtliche und ähnliche Fragen bezogen, gingen von der Seekriegsleitung aus. Die Seekriegsleitung hatte sich ferner vorbehalten, die Schwerpunktbestimmung im Großen, das heißt etwa die Verteilung der U-Boote auf den Kriegsschauplatz Atlantik, Kriegsschauplatz Mittelmeer, Kriegsschauplatz Nordmeer, innerhalb dieser einzelnen Gebiete hatte der Befehlshaber der Unterseeboote im Allgemeinen volle Freiheit im Ansatz der U-Boote. Wurden die grundlegenden Befehle für die U-Boote schriftlich erteilt oder mündlich? Schriftlich. Gab es nicht auch mündliche Weisungen? Die mündliche und persönliche Führung durch den Befehlshaber der U-Boote spielte eine besondere Rolle. Sie erstreckte sich auf die persönliche Beeinflussung der Kommandanten und auf die Erläuterung dessen, was in schriftlichen Befehlen niedergelegt war. Bei welchen Gelegenheiten fand diese persönliche Einflussnahme statt? Insbesondere bei den Berichterstattungen der Kommandanten nach jeder Unternehmung. Es hat wohl nur wenige Kommandanten gegeben, die nicht nach ihrer Unternehmung dem Befehlshaber persönlich einen bis ins Einzelne gehenden Bericht erstattet haben. War es danach möglich, schriftliche Befehle mündlich abzuändern und vielleicht in ihr Gegenteil zu verkehren? Diese Möglichkeit hätte vielleicht bestanden,
Geschehen ist das nicht. Konnten die Kommandanten in der mündlichen Berichterstattung eine abweichende Meinung riskieren gegenüber dem, was ihnen der Befehlshaber sagte? Durchaus. Der Befehlshaber hat sogar ausdrücklich die Meinung der Kommandanten in jedem einzelnen Falle herausgefordert, um den unmittelbaren Kontakt mit den Kommandanten zu behalten, um mit den Erfahrungen der Front aufs Engste vertraut zu bleiben und um Dinge richtigstellen zu können. Ist diese persönliche Führung dazu benutzt worden, um Dinge, die faul waren, mündlich zu befehlen? Nein. Die Anklage ist der Auffassung, dass ein Befehl bestanden habe, und zwar anscheinend ein mündlicher Befehl, völkerrechtlich zweifelhafte oder unberechtigte Maßnahmen nicht in die Logbücher einzutragen. Hat ein solcher allgemeiner Befehl bestanden? Nein, ein allgemeiner Befehl hat nicht bestanden. In Einzelfällen, ich erinnere mich an zwei, ist gelegentlich befohlen, dass aus den Logbüchern bestimmte Dinge fortgelassen werden sollten. An welche Fälle erinnern Sie sich? Es handelt sich einmal um den Athenia-Fall, zum anderen um die Versenkung eines deutschen, von Japan kommenden Blockadebrechers durch ein eigenes U-Boot. Bevor ich Sie näher danach frage, möchte ich gerne wissen, welches war der Grund, derartige Ereignisse aus den Logbüchern zu entfernen? Der Grund war die Geheimhaltung. Die Logbücher der U-Boote liefen in einem großen Kreise um, einmal in den Ausbildungsstellen in der U-Bootswaffe selbst, zweitens an zahlreichen Stellen im Oberkommando. Und es war notwendig, auf die Geheimhaltung dabei besonders zu achten. In wie vielen Exemplaren wurde denn das Kriegstagebuch eines U-Bootes überhaupt hergestellt? In 6 bis 8 Ausfertigungen. Bedeutete nun die Entfernung eines solchen Ereignisses aus dem Logbuch, dass damit bei allen Stellen alle Unterlagen vernichtet wurden? Oder gab es bestimmte Stäbe, die diese Unterlagen behielten? Die Unterlagen wurden beim Befehlshaber der Unterseeboote und vermutlich auch in der Seekriegsleitung aufbewahrt. Gab es einen ständigen Kriegsbefehl über die Behandlung von Zwischenfällen? Jawohl. Was war darin gesagt? In diesem Befehl wurde angeordnet, dass über Zwischenfälle eine Funkmeldung sofort zu erstatten wäre und dass diese Meldung später mündlich oder schriftlich zu ergänzen wäre. Enthält dieser ständige Kriegsbefehl irgendeinen Hinweis, dass solche Zwischenfälle nicht in die Logbücher einzutragen seien? Nein. Nun schildern Sie mir bitte einmal, wie sich diese Änderung des Logbuchs abgespielt hat im Falle der Athenia.
Im Falle der Artinia meldete der Oberleutnant Lemp nach seiner Rückkehr, dass er dieses Schiff torpediert hatte und dass er angenommen hatte, dass es sich um einen Hilfskreuzer gehandelt hatte. Ich kann nicht mehr genau sagen, ob das das Erste war, was mir die Möglichkeit dieser Tatsache nahe brachte, oder ob vorher schon daran gedacht war, dass dieses Schiff unter Umständen durch ein deutsches U-Boot torpediert war. Lemp wurde zur Berichterstattung nach Berlin geschickt und es wurde die absolute Geheimhaltung dieses Falles angeordnet. Von wem? Von der Seekriegsleitung, nachdem provisorisch zunächst ein solcher Befehl bei uns ergangen war. Und ich habe angeordnet, dass diese Tatsache aus dem Kriegstagebuch des Bootes entfernt wurde. Das hat Admiral Dönitz selbstverständlich angeordnet. Jawohl. Sind Sie an der weiteren Behandlung dieses Zwischenfalls beteiligt gewesen? Nur insofern, als die Frage überlegt wurde, ob Lemp zu bestrafen wäre. Er ist, soweit ich mich erinnere, disziplinarisch bestraft worden durch den Befehlshaber, weil ihm zugute gehalten wurde, dass er in den ersten Stunden nach Kriegsausbruch in einer gewissen Erregung nicht so sorgfältig die Eigenschaft dieses Schiffes geprüft hatte, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass die genauen Unterlagen über den Hergang der Versenkung der Artemia behalten wurden, sowohl beim Befehlshaber der U-Boote, wie Ihrer Meinung nach auch bei der Segelkleidung? Das kann ich mit Sicherheit nur für den Befehlshaber der Unterseeboote sagen. Hier war das der Fall. Sie sprachen vorhin von einem zweiten Fall, in dem ein Logbuch geändert worden ist. Welcher war das? Es handelt sich dabei um Folgendes. Ein aus Japan zurückkehrender deutscher Blockadebrecher, ein Handelsschiff also, wurde durch ein deutsches Unterseeboot irrtümlicherweise im Nordatlantik torpediert und versenkt. Diese Tatsache ist aus dem Logbuch herausgelassen worden. Dabei handelte es sich also nur um Geheimhaltung gegenüber deutschen Stellen. Jawohl, die Tatsache ist den Engländern aus Rettungsbooten bekannt geworden, soviel ich weiß. Und es handelt sich darum, dass den Angehörigen und den übrigen Blockadebrecherbesatzungen gegenüber diese Tatsache nicht bekannt werden sollte. Dem Tribunal sind Urkunden darüber vorgelegt worden von der Verteidigung, wonach die deutschen U-Boote bis zum Herbst 1942 Rettungsmaßnahmen trafen, soweit sie es ohne Beeinträchtigung der Sicherheit des Bootes und ohne Beeinträchtigung ihres Kampfauftrages tun konnten. Entspricht das Ihren eigenen Erfahrungen? Ja.
Ich möchte Ihnen nun einige Fragen zu dem sogenannten Laconia-Befehl stellen, die noch der Klärung bedürfen. Das ist die Nummer GB199. Sie wissen, dass die Anklage den Befehl auslegt als einen Vernichtungsbefehl gegen Schiffbrüchige. Wer hat diesen Befehl formuliert? Ist es in Ihrem Buch? Es ist im Urkundenbuch der Anklage auf Seite 36, Herr Präsident. Entschuldigung. Das kann ich mit Sicherheit nicht mehr sagen. Im Allgemeinen wurde ein solcher Befehl zwischen dem Befehlshaber, dem ersten Bereichsoffizier und mir besprochen. Vom Befehlshaber die Entscheidung gefällt, in welcher Richtung er lauten sollte, und dann von einem von uns formuliert. Es ist durchaus möglich, dass ich diesen Befehl formuliert habe. Auf jeden Fall hat Admiral Dönitz ihn doch unterschrieben. Das muss so sein, jawohl. Admiral Dönitz meinte sich zu erinnern, dass Sie und Kapitän Hessler gegen diesen Befehl gewesen seien. Können Sie sich auch daran erinnern, als sind Sie dagegen gewesen? Was war der Sinn des Befehls? Der Sinn des Befehls steht klar darin. Es war das Verbot der Vornahme von Rettungsversuchen. Weshalb ist dieses Verbot nicht ausgesprochen worden durch einen Hinweis auf den ständigen Kriegsbefehl 154 ergangen war? Speak for itself. Unless there's some colloquial meaning in a particular word used in the order must be interpreted according to the ordinary meaning of the words. Ich wollte auch nicht weiter auf diese Frage eingehen, Herr Präsident. Ich möchte noch einmal meine letzte Frage wiederholen. Weshalb ist nicht anstelle eines neuen Befehls einfach ein Hinweis gemacht worden auf den Befehl 154, der im Winter 1939 auf 40 ergangen war. Ich meine den Befehl, Herr Präsident, der die Nummer GB196 hat und auf Seite 33 des Urkundenbuchs der Anklage abgedruckt ist. Sie entsinnen sich an diesen Befehl, ich habe ihn Ihnen gezeigt. Jawohl. Dieser Befehl war zu der Zeit des sogenannten Laconia-Befehls bereits aufgehoben. Außerdem wurde ein trockener Hinweis auf einen früher ergangenen Befehl jeder lebendigen Befehlsverteilung widersprochen. Wollen Sie damit sagen, dass in Ihrem Stabe grundsätzlich nicht Befehle dadurch erteilt wurden, dass man auf frühere Befehle verwies? Das wurde immer vermieden, wenn es irgend zu machen war.
Das heißt also im Allgemeinen immer. Wollen Sie mir noch erklären? Wollen Sie mir noch erklären? Wollen Sie mir noch erklären, weshalb dieser Befehl als geheime Kommandosache herausgegangen ist? Der Befehl enthielt am Abschluss einer Operation, die fast den Verlust von 2 Booten gekostet hätte, eine scharfe Rüge für die betreffenden Kommandanten. Eine solche Rüge in einem nicht nur dem Kommandanten und einem Offizier zugänglichen Form zu machen, entsprach nicht unserer Gewohnheit. Which is the severe reprimand? Wollen Sie erläutern, worin? Die Rüge für die Kommandanten liegt? Die ist zu verstehen in der Verbindung mit dem, was vorher geschehen war, nämlich gerade das, was hier verboten wird. Liegt die Rüge nicht in dem... Liegt auch in dem Satz, Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen. Und liegt daran in dem Hartsein, womit den Kommandanten der Vorwurf der Weichheit gemacht wird. Soll das heißen, dass dem Kommandanten vorgeworfen wurde, dass sie ihre Boote bei den Rettungsmaßnahmen bei der Laconia durch unrechtmäßiges Verhalten zu sehr gefährdet hatten? Jawohl. Und zwar nachdem sie während der Operation wiederholt auf die Notwendigkeit rechtmäßigen Verhaltens hingewiesen waren. Sie sind nach der Kapitulation vernommen worden über diesen Befehl, wie Sie mir gesagt haben, und konnten sich zunächst an seinen Wortlaut nicht erinnern. Wie ist es möglich, dass Sie diesen Befehl nicht in Erinnerung hatten? Es gab bestimmte Befehle, die in Sammlungen aufzubewahren waren und die man dadurch immer wieder zu Gesicht bekam. Dieser Befehl gehörte nicht dazu, sondern wurde, nachdem er erledigt war, in den Akten abgeheftet, sodass ich ihn nach der Ausgabe bis zum Ende des Krieges nicht wieder zu sehen bekommen habe. Wie musste denn ein Befehl äußerlich aussehen, wenn er in eine solche Sammlung aufzunehmen war? Es musste ein laufender Befehl oder ein Ermahnungsfunkspruch sein. Stand das drin in dem betreffenden Befehl? Das stand in der Überschrift des betreffenden Befehls. Es ist hier nicht der Fall. Also daraus, dass weder Ermahnungsfunkspruch noch laufender Befehl über diesen Funkspruch steht, ist zu entnehmen, dass er nicht in eine Sammlung gehört hat. Ja. Wie kommt es dann, dass der Korvettenkapitän Möhle anscheinend bis zum Kriegsende über diesen Befehl Unterricht gemacht hat?
dem Kapitän Möhle waren sämtliche Funksprüche zugänglich, die vom Befehlshaber der Unterseeboote gemacht waren. Es war sein Recht, sich aus diesen Funksprüchen das herauszunehmen, was er für die Unterrichtung der auslaufenden Kommandanten nötig hielt. Einerlei, ob es besonders als Ermahnungs-ST oder laufender Befehl gekennzeichnet war. Er hat also diesen Funkspruch offenbar sich herausgenommen und mit bei dem Material für die Unterrichtung der Kommandanten gehabt. Nötig hielt. Einerlei, ob es besonders als Ermahnungs-FT oder laufender Befehl gekennzeichnet war. Er hat also diesen Funkspruch offenbar sich herausgenommen und mit bei dem Material für die Unterrichtung der Kommandanten gehabt. Hat Möhle Sie einmal nach der Auslegung dieses Befehls gefragt? Nein. Ist Ihnen einmal eine Auslegung aus anderer Quelle bekannt geworden, nach der dieser Befehl bedeuten sollte, Schiffbrüche abzuschießen? Nein. Können Sie nach Ihren Erfahrungen beurteilen, ob dieser Befehl irgendwelche praktischen Auswirkungen gehabt hat oder gehabt haben kann auf die Verluste der alliierten Seeleute? Das ist sehr schwer zu beurteilen. Zu dieser Zeit werden etwa 80% aller U-Boots-Angriffe unter Verhältnissen erfolgt sein, die ein Retten von vornherein ausschlossen. Das heißt, entweder am Geleitzug oder in ganz küstennahen Gebieten. Ein Anhalt für den Rest ist, dass etwa 12 Kapitäne und Ingenieure als Gefangene von U-Booten nach Hause gebracht worden sind. Ob in allen Fällen auch Hilfsmaßnahmen für die Besatzung möglich gewesen wären, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es war auch wohl so, dass die alliierten Seeleute sich in den Rettungsbooten sicherer fühlten als zum Beispiel auf dem U-Boot. Und sie waren wohl froh, wenn das U-Boot nach dem Angriff verschwunden war. Dass die Anwesenheit des U-Boots auch eine Gefährdung bedeutete, beweist auch der Laconia-Fall selbst, bei dem 2 U-Boote während der Rettungsmaßnahmen von Flugzeugen mit Bomben angegriffen sind. Ich glaube, es ist ganz ungewiss, ob sich dieser Befehl nach der einen oder nach der anderen Seite ausgewirkt hat. Was heißt nach der einen oder nach der anderen Seite? Das heißt, nach dem vermehrten oder verminderten Verlust feindlicher Seeleute. Mir ist ein Gedankengang eben noch nicht ganz klar geworden. Sie wiesen hin darauf, dass etwa 12 Kapitäne und leitende Ingenieure seit Erlass dieses Befehls hier in Gefangenschaft gebracht worden seien.
Wollen Sie damit sagen, dass es nur in so vielen Fällen möglich war, ohne Gefährdung des Bootes den Befehl auszuführen, derart die Schiffsoffiziere aus den Rettungsbooten herauszuholen? Dass es nur in diesen Fällen war, wäre zu scharf ausgedrückt. Es gibt aber einen Anhalt für die Zahl der Fälle, in denen es möglich war. Ich zeige Ihnen jetzt den Funkspruch an den Kapitänleutnant Schacht, der abgedruckt ist im britischen Urkundenbuch der Anklage auf Seite 36. Auch dieser Funkspruch ist als geheime Kommandosache abgegeben worden. Welches ist der Grund? Es ist eine ausgesprochene scharfe Rüge an den Kommandanten. Inwiefern war diese Rüge berechtigt? Schacht hatte ja vorher gar keine Anweisung erhalten, nur Italiener zu retten. Nein, es war aber angenommen worden, dass es den U-Booten klar war, dass es in erster Linie darauf ankam, die Bundesgenossen zu retten, das heißt vor der Gefangenschaft zu bewahren. Es waren außerdem im Verlaufe der Operation mehrfach Hinweise darauf ergangen, dass die Kommandanten besondere Vorsicht walten lassen sollten. Nachher kam die Meldung von Schacht, aus der damals hervorzugehen schien jedenfalls, dass er gegen diese Befehle verstoßen hatte. Nachträglich gesehen ist das, was Schacht getan hat, wohl vor den betreffenden Befehlen des BDU geschehen, sodass der Vorwurf mindestens zum Teil unberechtigt war. Wurden nach diesem Befehl vom September 1942 von U-Booten noch Rettungsmaßnahmen durchgeführt? In Einzelfällen ja. Wurden diese Fälle vom Befehlshaber der U-Boote beanstandet? Ich kann mich da nicht entsinnen. Sind nach Ihrer Kenntnis von deutschen U-Booten Schiffbrüchige absichtlich getötet worden? Der einzige Fall, und der ist mir nach der Kapitulation bekannt geworden, ist der des Kapitänleutnants Eck. Darüber hatten wir einmal eine feindliche Rundfunkmeldung, die andeutete diese Dinge, ohne dass daraus irgendetwas zu ersehen war. Ich übergebe Ihnen jetzt ein Dokument der Anklage, GB 203, in dem die Anklage einen Beweis für die Beschießung von Schiffbrüchen erblickt. Es ist das Kriegstagebuch von U-247 und ich habe es abgedruckt, einen Auszug auf der Seite 74 meines Dokumentenbuchs, Band 2.
betrifft den Angriff dieses U-Bootes auf einen britischen Fischdampfer. Sie haben dieses Kriegstagebuch bereits gesehen. Hat der Kommandant nach Rückkehr über dieses Unternehmen berichtet? Jawohl. Hat er dabei irgendetwas gemeldet über die Beschießung von Schiffbrüchigen? Nein. Nach der Aussage eines Überlebenden namens McAllister hatte dieser Fischdampfer Noreen Mary eine Kanone an Bord. Wissen Sie, ob auf den Fischdampfern die Kanonen auf dem Vorschiff oder auf dem Achterschiff angebracht waren? Sie waren wohl fast immer auf dem Vorschiff. Können Sie feststellen, anhand dieses Kriegstagebuchauszugs und anhand Ihrer Erinnerung an den Bericht des Kommandanten, wie sich dieser Vorfall tatsächlich abgespielt hat? Das Boot traf in der Nähe von Cap Wrath zunächst im getauchten Zustande auf eine Reihe von Bewachern von Fischdampfern. Es versuchte, einen dieser Fischdampfer zu torpedieren. Dr. Crenshmiller, is the witness trying to reconstruct this from the document? Reconstruct the incident? Er soll anhand seiner Erinnerung an den Bericht des Kommandanten und gestützt auf das Kriegstagebuch das angeben, was er von dem Vorfall in Erinnerung hat. Well, but he hasn't said whether he ever saw the commander. He hasn't said whether he ever saw the commander. Doch, Herr Präsident, er hat gesagt. All he can tell us is what the commander told him. Jawohl. Well, confine him to that then. Ja. Also bitte berichten Sie nach dem, was Ihnen in Erinnerung ist, nachdem Sie das Kriegstagebuch gelesen haben. Der Kommandant traf einen Augenblick. If he remembers anything about what the commander told him, he can tell us that. But the diary speaks for itself. And he can't reconstruct it out of the two. He must tell us what he remembers of what the officer said. Jawohl. Bitte sprechen Sie aus Ihrer Erinnerung. Der Bericht des Kommandanten lautete dahin, dass er in ganz außerordentliche Küstennähe für die damalige Zeit eine Gruppe von Fischdampfern getroffen hatte und aus diesen nach vergeblichem Torpedierungsversuch einen mit Geschützfeuer versenkt hatte. Das war besonders bemerkenswert, weil erstens diese Sache in außerordentlicher Küstennähe stattfand und der Kommandant dieses Artilleriegefecht riskiert hatte, obwohl andere Fahrzeuge in der Nähe waren. Waren diese anderen Fahrzeuge auch bewaffnete Fischdampfer? Von jedem Fischdampfer musste damals angenommen werden, dass er bewaffnet war.
Der Zeuge McAllister meinte, dass das U-Boot 50 Yards vor dem Fischdampfer aufgetaucht sei. Ist das nach Ihrer Erinnerung und nach Ihrer Erfahrung möglich? Ich entsinne mich an den Einzelfall nicht. Das ist aber ganz ausgeschlossen, dass ein U-Bootskommandant das tun würde. In der Aussage McAllister heißt es weiter, dass das U-Boot mit drahtgefüllte Granaten verschossen habe. Wait a minute, wait a minute. No. Dr. Dansbiller, the tribunal thinks that the witness oughtn't to express opinions of that sort. He ought to give us his evidence of any facts which he has. He's telling us that it's, in his opinion, it's impossible that a naval commander would ever bring his submarine up within 50 yards of another vessel. Yeah. Well, that's not a matter of evidence, really. Herr Präsident, ich wollte den Zeugen jetzt fragen, ob deutsche U-Boote mit drahtgefüllte Granaten verschossen haben, wie der Zeuge McAllister behauptet. Ist das eine zulässige Frage? With what? Granaten, die mit Draht gefüllt waren. With wire? Wire, ja. Is your question, were submarine commanders ever furnished with wire to be used in their guns? Is that the question? Is that the question? Nicht genau, Herr Präsident. Meine Frage sollte sein, ob die deutschen U-Boote ausgerüstet waren mit Granaten, die mit Draht gefüllt waren. Yes. Jawohl, well. Das ist meine Frage. Yes, wollen Sie die Frage beantworten? Solche Granaten gab es nicht.
ist dieser Angriff des U-Boots auf die Noreen Mary sofort durch Funkspruch gemeldet worden? Wissen Sie darüber etwas? Meinen Sie durch das U-Boot gemeldet worden? Nein, von britischer Seite. Soweit ich mich erinnere, ist ein Funkspruch eines englischen Fahrzeuges aufgefangen worden, das in der betreffenden Gegend einen U-Bootsangriff meldete. In dem Kriegstagebuch befindet sich die Eintragung eines Funkspruchs unter der Uhrzeit 0127 an Matschulat. Das ist also von Ihnen an den Kommandanten. Englischer Dampfer meldet Angriff durch deutsches U-Boot westlich Kap Ras. Das ist die Mitteilung eines U-Bootes darüber, die Mitteilung an das U-Boot darüber, dass ein Funkspruch eines englischen Fahrzeuges über einen U-Bootsangriff in diesem Gebiet aufgefangen war. Ich möchte jetzt eine Frage zu dem Ständigen Kriegsbefehl 511 an Sie stellen, der abgedruckt ist in meinem Urkundenbuch Band 1, Seite 46. Als ich diesen Befehl vortrug, war dem Tribunal die Bedeutung der Ziffer 2 unklar, die ich vorlese. Mitnahme von Kapitänen und Schiffsoffizieren neutraler Schiffe, die gemäß ständigem Kriegsbefehl Nummer 101 versenkt werden dürfen, zum Beispiel Schweden außerhalb Göteborg-Verkehr, ist zu unterlassen, da Internierung dieser Offiziere völkerrechtlich nicht statthaft ist. Können Sie mir zunächst sagen, aufgrund welcher Erfahrungen oder Ereignisse diese Ziffer 2 aufgenommen worden ist? Es war einmal von einem Unterseeboot ein uruguayischer Offizier nach Deutschland gebracht worden, der Kapitän eines versenkten Schiffes gewesen war. Und wir hatten Sorgen, dass bei Freilassung dieses Kapitäns er Dinge erzählen konnte, die er während seiner Unternehmung auf dem U-Boot gesehen hatte. Der Grund dieses Befehls war, in Zukunft solche Schwierigkeiten zu vermeiden, denn dieser uruguayische Kapitän musste und ist auch in Freiheit gesetzt geworden. Was bedeutet der Hinweis auf die neutralen Schiffe, die gemäß ständigem Kriegsbefehl Nummer 101 versenkt werden dürfen? Darf ich diesen Befehl mal sehen? In dem ständigen Kriegsbefehl 101 ist über die Versenkung neutraler Handelsschiffe Folgendes befohlen. Einmal im Blockadegebiet dürfen grundsätzlich alle neutralen Schiffe versenkt werden, mit zwei wesentlichen Ausnahmen oder mit zwei generellen Ausnahmen. Einmal
Es durften im Blockadegebiet nicht versenkt werden. Schiffe bestimmter neutraler Länder, mit denen für bestimmte Schifffahrtswege Abkommen geschlossen waren, soweit die Schiffe auf diesen Wegen fuhren. Und zweitens durften nicht versenkt werden Schiffe einiger neutraler Staaten, von denen angenommen wurde, dass sie nicht ausschließlich im Feinddienst fuhren. Für die Versenkung außerhalb des Blockadegebietes galt, dass neutrale Schiffe versenkt werden konnten, einmal soweit sie nicht als neutral erkennbar waren, also für das betreffende U-Boot als feindlich gelten mussten, und zweitens, wenn sie sich nicht neutral verhielten. Also zum Beispiel im feindlichen Geleit fuhren. Zum Beispiel im Geleit fuhren, wenn sie die Anwesenheit von U-Booten meldeten, zum Beispiel. Durch Funkspruch. Hat diese Ziffer 2 nun die Bedeutung, dass die Kapitäne der neutralen Schiffe schlechter gestellt werden sollten als die Kapitäne der feindlichen Schiffe? Oder sollten sie besser gestellt werden? Es handelt sich hier nicht um besser oder schlechter stellen, sondern um die Gefangennahme. Sie sollten nicht gefangen genommen werden, weil diese Gefangennahme nicht aufrechtzuerhalten war. Ob sie dabei besser oder schlechter gestellt waren, ist mindestens offen. Die Kapitäne feindlicher Schiffe versuchten meistens, der Mitnahme auf einem U-Boot zu entgehen, weil sie sich in Rettungsbooten wahrscheinlich sicherer fühlten. Was ist Ihnen bekannt über die Befehle betreffend die Achtung der Lazarettschiffe bei Beginn der Invasion? Bei Beginn der Invasion galt für diesen Raum wie für jeden anderen, dass Lazarettschiffe nicht angegriffen werden durften. Es meldeten dann die im Invasionsgebiet operierenden Kommandanten, dass ein außerordentlich starker Lazarettschiffverkehr von ihnen festgestellt war. Von wo nach wo? Zwischen dem Invasionsraum in der Normandie und England. Der Befehlshaber der Unterseeboote hat dann durch die zuständige Stelle prüfen lassen, ob der Lazarettschiffverkehr in der gemeldeten Stärke den Verhältnissen entsprach. Das wurde bestätigt. Was soll das heißen? Das heißt, dass die Zahl der gemeldeten Lazarettschiffe der Zahl der vermuteten Verwundeten entsprach. Es ist dann ausdrücklich befohlen worden, dass die Lazarettschiffe weiterhin nicht angegriffen werden durften. Entsprach die strikte Achtung der Lazarettschiffe zu diesem Zeitpunkt des Krieges unserem eigenen Interesse? Wir hatten zu dieser Zeit Lazarettschiffverkehr wohl nur in der Ostsee, wo die Genfer Konvention von der Gegenseite nicht anerkannt war. Wir hatten also kein besonderes Interesse an der Schonung von Lazarettschiffen. Kennen Sie einen Fall, in dem während dieses Krieges
ein feindliches Lazarettschiff durch ein deutsches U-Boot versenkt worden ist? Nein. Ist das umgekehrt vorgekommen? Es ist im Mittelmeer das deutsche Lazarettschiff Tübingen von englischen Flugzeugen, glaube ich, versenkt worden. Aufgrund einer Verwechslung mutmaßlich. Mit Dr. Krenzbüller. Question of German ships which were sunk, German hospital ships were sunk, isn't relevant, is it? Ich wollte hiermit zeigen, Herr Präsident, dass die Möglichkeit von Verwechslungen besteht und dass auch tatsächlich aufgrund einer Verwechslung ein Lazarettschiff versenkt worden ist. Mein Beweisthema geht also dahin, dass man nicht aus der Versenkung eines Schiffes schließen kann, dass es nicht versenkt werden durfte. Dr. Krenzbüller, the tribunal quite realizes that mistakes may be made in sea warfare. It's a matter of common knowledge. Admiral Wagner, Sie kennen Admiral Dönitz seit 1934 sehr genau und haben seit dieser Zeit viel mit ihm zu tun gehabt. Hat er sich in diesem Zeitraum irgendwie politisch betätigt? Vor seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine meines Wissens überhaupt nichts. Als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine hat er bei einzelnen Gelegenheiten außerhalb der Marine gesprochen. Zum Beispiel zu Werftarbeitern, einmal zur Hitlerjugend in Stettin und am Rundfunk am Heldengedenktag und am 20. Juli. An weitere Fälle kann ich mich nicht erinnern. Hatten diese Ansprachen nicht immer eine direkte Beziehung zu den Aufgaben der Marine, zum Beispiel vor den Werftarbeitern Schiffbau? Vor den Werftarbeitern ja. Und vor der HJ? Ebenso bei der Hitlerjugend. Welches war da die Beziehung? Es handelte sich, soweit ich mich erinnere, um die Werbung für die Marine dabei. Hat er seine Stabsoffiziere nach weltanschaulichen Gesichtspunkten ausgesucht? Oder nach militärischen? Ausschlaggebend war allein die militärische und soldatische Eignung. Eine politische Einstellung hat keine Rolle gespielt. Hier spielt eine große Rolle die Frage, ob Admiral Dönitz von bestimmten Vorgängen außerhalb der Marine Kenntnis gehabt hat oder Kenntnis haben musste. Können Sie mir sagen, in welchem Kreis er verkehrte? Er hat wohl fast ausschließlich im Kreise seiner eigenen Offiziere und seiner der Offiziere seines Alters verkehrt. Darüber hinaus hat er nach meiner Kenntnis kaum Verkehr gehabt. Hat sich das nach der Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wesentlich geändert? Nein. Er ist wohl mit
einigen Leuten mehr aus anderen Sparten zusammengekommen. Im Wesentlichen ist sein Verkehr derselbe geblieben. Wo lebte er tatsächlich in der Zeit seit seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber? Seit der Ernennung zum Oberbefehlshaber in Berlin und in der Befehlszelle der Seekriegsleitung in der Nähe von Berlin. Lebte er in seiner Familie oder lebte er in seinem Stabe? Er wohnte mit seiner Familie zusammen. Sein Leben spielte sich zum größten Teil in seinem Stabe ab. Und wie war das, nachdem der Stab im Herbst 43 in die Nähe von Berlin nach der sogenannten Unterkunft Koralle ging? Wo lebte er dann? Er lebte in der Befehlsstelle, in der seine Familie wenigstens zeitweise auch gewohnt hat. Aber die dienstlichen Besprechungen zogen sich meistens bis in den späten Abend hinein. Das heißt also, er lebte seit diesem Zeitpunkt ständig in einer Marineunterkunft. Jawohl. Sie haben nun die Laufbahn von Admiral Dönitz vielleicht am längsten von allen Offizieren aus der Nähe verfolgt. Können Sie mir sagen, welche Beweggründe Ihrer Ansicht nach für ihn entscheidend waren bei der Gestaltung seiner militärischen Befehle? Speak about the motives of people. You can't give evidence about people's, other people's minds. You can only give evidence of what they say and what they did. Herr Präsident, ich meine doch, dass ein Offizier, der jahrelang mit einem anderen zusammengelebt hat, eine gewisse Kenntnis von seinen Beweggründen haben müsste, gerade aus dem, was dieser Offizier zu ihm gesagt hat und was er getan hat. Vielleicht kann ich die Frage etwas anders fassen. His character, but he can't give evidence about his motives. Ich werde ihn nach seinem Charakter fragen. Wollen Sie mir sagen, Admiral Dönitz bei der Gestaltung seiner Befehle und bei allen seinen Handlungen Ihnen gegenüber irgendwelche egoistischen Motive zum Ausdruck gebracht hat? Niemals. That's the same thing, same question again, really. Ich bitte um Entschuldigung, es sollte eine andere Frage sein, Herr Präsident. Nobody's charging you with being egotistical. Nobody's charging you with being egotistical. No, nobody's charging him with being egotistical or anything of that sort. He's charged with the various crimes which are charged against him in the indictment. Ich werde direkt nach einer Beurteilung der Anklage fragen. Die Anklage beurteilt Admiral Dönitz als zynisch und opportunistisch. Entspricht das Ihrer eigenen Beurteilung? Nein. Wie beurteilen Sie ihn? Als einen Mann, der nur seine Pflicht und seine Arbeit und die Sorgen um seine Waffe und die Menschen, die er gekannt hat. Ich habe keine weiteren Fragen, Herr Präsident. Ja.
Any other member of the Defendants' Council want to ask any questions? The cross-examination...